Die Welt von morgen wird disruptiv sein, sie wird durchsät sein von exponentiellen Entwicklungen und sie wird vor allen Dingen sein digital. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Es geht uns um euch. Es geht darum, dass wir mit unseren Studieninhalten euch auf die Zukunft vorbereiten. Die DBU ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule mitten im Herzen von Berlin. Mit einem Studium an der DBU könnt ihr sicher sein, dass ihr die erforderlichen Digitalkompetenzen für eure berufliche Zukunft erwerben werdet. Ich habe mich für den Bereich Digital Business Management entschieden, weil das einfach die Zukunft ist. Ich mache die digitale Kommunikation für einen Bundestagsabgeordneten. Was ich hier lerne, kann ich in meinem Job auch direkt anwenden und vieles von dem, was mich da noch erwartet, wird noch in meinem Job auf jeden Fall hilfreich sein und vor allem in dem, was danach noch so kommt. Wir antizipieren all das, was in Zukunft auf die jungen Menschen zukommen wird. Das heißt, unsere Themeninhalte, unsere Themenschwerpunkte, sowohl in Lehre als auch in Forschung, sind sehr stark ausgerichtet auf die digitale Welt von morgen, aber auch schon von heute. Die DBU ist die Wirtschaftshochschule für das digitale Zeitalter. Das Studium an der DBU kannst du dir sehr individuell und flexibel gestalten. Wir entwickeln mit dir gemeinsam deinen individuellen Studienverlaufsplan. Du kannst in deinem Tempo studieren, du kannst studieren, wo du willst und du kannst studieren, wann du willst. Du findest alle deine Lerninhalte auf einer Lernplattform, die du zu jeder Zeit und von jedem Ort aus abrufen kannst. Die Studienorganisation ist halt gelebte Freiheit. Ich kann mir komplett selbst einteilen, wann und wo und wie ich studiere und wie viel. Und das ist wirklich eine Flexibilität, die ich sehr schätze. Und ich kann es mir nicht mehr vorstellen, wie es wäre ohne. Und was mir da auch super gefällt, ist, dass ich die Möglichkeit habe, virtuell immer mit Kommilitonen in Kontakt zu treten, immer den Kontakt zu den Dozenten aufzunehmen. Also ich fühle mich da auf jeden Fall nie allein und genau deswegen mache ich das Studium.